Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge von Simmerport auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir ein bisschen um den Eingang geschaut. Da sieht es doch jetzt sehr schön aus, aber die Probleme liegen halt auch schon weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte das hier nochmals ein bisschen ausbauen. Das ist noch nicht gut genug hier. Jetzt gerade um diese Ecke herum da, da können wir bestimmt noch ein bisschen in die Länge gehen. So, eine wäre dann die Wand hier. Wenn ich zwei mache... Komm, wir machen gleich zwei. So. Danach ist aber Schluss, dann sind wir wirklich gut vorbereitet. Auf jeden Ansturm hier. Dann käme hier nochmals roten... Nee, da natürlich nicht, nur da. Roten Boden. Plus da dann die Gerätschaften natürlich. Ach so. Ja, jetzt muss man natürlich wieder schauen, dass es mit der Mauer aufgeht. Ja, der letzte Block bleibt leer. So, gut. Klonwerkzeug für den Boden. Auch da, sehr gut. Plus Zone, Ticketing und Sicherheit. Da. Und einmal hier. Ja, jetzt habe ich das hier absichtlich so eng gebaut. Und jetzt kann ich es schon wieder umbauen. Toll. Da. Plus der Mülleimer darf nicht fehlen. So. Oben lassen wir mal, das ist schon gut. Weil dann sind die auch gut versorgt, da die hier reinkommen. Weil es da wahrscheinlich eher einen größeren Ansturm gab. So. Ja, der Dreiergang, der war auch recht gut. Er müsste sogar vielleicht noch breiter sein. Aber fürs Erste reicht das gut aus. Viele gehen aber hier oben an diesen Automaten. Und das sollte natürlich nicht sein. Alter, was ist denn hier los? Das sieht ja hier aus. So, und ich glaube nicht, es liegt weder daran, dass hier keine Mülleimer sind, noch dass unsere Müllzone voll ist, sondern ganz einfach, dass die Müllleute hier nicht hinkommen. Aber das werden wir gleich überprüfen. So, das war jetzt mal random ein paar Mülleimer gesetzt. Mal schauen oben. Ja, ähnliche Schlacht. So, ich verteile die jetzt einfach ganz random. Aber wir haben da, ich sehe fast keine Mülleimer. Das ist schon voll, aber hat noch Platz. Vielleicht sollte man auch, wie viele Hausmeister haben wir? 5. So, holen wir uns 10. Gut, und jetzt möchte ich mal die Nacht durch dann beobachten, was die machen. Wenn die nichts machen, dann müssen wir da wieder Routen eingeben. Das sind die Telefonladestationen hier. Ja, genau. Denn so kann es ja nicht aussehen. Also, Durst. Ja, Umwelt. Das schlägt natürlich auf die Umwelt, oder? Ja, schlägt krass auf die Umwelt. So, das Fluglinieninteresse ist immer noch hoch da. Und da auch. Wir müssen nur die anderen noch ein bisschen höher bringen, damit wir da auch den Zuschuss mal bekommen würden. Investitionen wäre auch noch da, das könnten wir mal machen. Da, 70% müssen wir schaffen, wir sind aktuell bei 60. Plus hier, eine zweite Start- und Landebahn, passt aktuell nicht drauf. So. Ja, jetzt müssen sie natürlich hier die Müllabfuhr einladen, ganz klar. Und jetzt? Ja, die verteilen sich schon. Ja, ja, die fangen schon an. Die sind nur, die sind völlig überfordert. Also, komm. Nochmals 5 mehr. Beschäftigt nämlich alle 10. 1300. Es kostet 1300 pro Tag, komm.
Jetzt kostet es wie viel? 1400. Wir sind hier. Ah, nee, hä? Steht ja immer dasselbe. Kann ja auch nicht sein. So, schauen wir mal schnell hier auf die Profitverluste. Gestern Mitarbeiter. So. Gehälter, Personal 16.000, Vorarbeiter 12.000. Soll ja auch Gehälter, Gepäckwagen. So. Das war das Einstellen. Hier, Hausmeister 1.800. Sicherheitsbeamter 33.000. Okay, Sicherheitsbeamter ist sehr teuer. Da sollten wir hier ein bisschen weniger haben. Und jetzt seht ihr, sind die Leute schon wieder da. Und es ist noch nicht so viel passiert mit dem Aufräumen. Weil hier hinten schon wieder alles voll ist. Okay, also wir brauchen da bei Abfall alle 12 Stunden. Und wir brauchen deutlich mehr Tonnen. So, die kosten ja nur 2000 pro Stück. Peanuts, oder? Ne, ich denke, wir sind da jetzt gut aufgerüstet. Beim Müll auf jeden Fall nicht. So, und jetzt haben die wieder ewig, um nur schon hier die Säcke reinzufüllen. Und wenn halt jeder, der hier rumliegt, einen Sack gibt, ja, dann sind wir noch ein Weilchen dran. Aber ich hatte auch zu wenig Mülleimer verteilt, ganz klar. Haben wir jetzt gefixt. Sollte sich jetzt nach und nach abtragen, wenn das funktioniert. So, das Café läuft auch sehr gut. Kommt der Koch mit? Wir könnten mal noch so einen Imbissstand holen. Frage ist nur, wo? Hier wäre es zum Beispiel so eine tolle Ecke, wo das gerade mal Platz hätte. Snackstand, komm. So, stellen wir da hin. Kostet nur 16.000, also wir müssen schauen. Ich glaube nicht, dass wir groß Gewinn machen gerade. Werden wir noch sehen. So, zuordnen, da hinten. Und dann braucht der Chips. Aber Chips. Chips stellen wir hier gar nicht her, oder? Ah, doch, stellen wir her. Aus dem Speiseregal nimmt er sie und gibt sie weg. Ja, hier hat es 100 Chips drin. Er muss die nur rausnehmen, auf die Platte und rüberbringen. Ja, richtig gut. So, und 1% ist für eine Person und das, der ist schon mal überfordert hier. Also die Nachfrage ist sehr da, sehr groß. Die ist auf jeden Fall da. So, ich weiß nicht, was das da... Also ja, die Idee war, dass man hier die Mauer macht. Aber ja, es ist noch nicht so weit gekommen. So, dieses Rot stört mich auch. Wir kleiden das mal mit einem ganz anderen Farbton aus. Mal schauen, wie es aussieht. Die Automaten. Ich sollte diese Automaten verteilen. Das würde uns auch ein bisschen Geld bringen. So, und ebenfalls ein paar hier oben. Ist jetzt einfach wild verteilt. Also keine Angst, das werden wir wieder ändern. Aber einfach so für den Moment. Denn wir kommen nicht dazu, hier alles abzudecken auf einmal. So. Das liegt wahrscheinlich an mir. Aber gut. So, dann noch ein Lebensmittel. Ja, was habe ich vorhin gesagt mit dem Budget? Das sieht schon wieder anders aus. So. Und noch einen Elektronik haben wir sowieso. Stellt hier oben zwei hin. Und da unten drei. Gut. So, der hat immer noch nur 22%. Aber der ist auch erst viermal hier rüber gelaufen. Ist er leicht überfordert? Ach, denke nicht. Ja, der kommt schon mit. Jetzt sind es 30%, der steigt langsam. Ja,
sieht eigentlich, der Kontrast ist ein bisschen groß, aber wir lassen es mal so. Und ich mache hier noch ein bisschen weiter. So, da oben gleich mal alles, unten nur ein bisschen was. So, als nächstes müssen wir unbedingt um das schauen. Und zwar, wir haben ja hier oben mal begonnen. Also das soll ja in die oberste Etage kommen, damit die da nichts mehr sagen können und die beste Aussicht haben. So, das hier mit den Büros. Die werden wir dann hier auch noch weiterbauen. Es geht uns aber eher um das obere, damit wir hier die Konferenzräume und so in die oberste Etage bringen. Und die Besucher dann auch da hochlaufen müssen natürlich, aber die beste Aussicht haben und so. Es macht auch einfach einen ganz anderen Eindruck so. Muss man einfach sagen, das ist schon... Der hat 1900 gemacht heute. Okay. 355. 840, auch nicht schlecht, aber der kostet auch was hier. So, und die normalen Leute sollen einfach in die erste Etage, also die Nummer 2 kommen. Ah, wo wir natürlich dann auch nicht durch und durch Büros bauen können, sondern auch noch Terminal. Aber es müsste irgendwie vom Platz her schon aufgehen. Irgendwie wird das schon gehen. Gut. Und ja, schon wieder vorbei, aber ich wollte noch Flüge annehmen. Wir haben noch nicht so viele angenommen, auch für das hier. Schauen wir mal nach XL. Ah, da hat es keine mehr gegeben, genau. Das war das Problem. Schauen wir mal hier bei SparkChat. Würde ich mal, ja, komm, das ganze Band annehmen, so. Habe ich jetzt hier auf, nee, habe ich nicht dahin gemacht, oder? So, haben wir noch ein paar verteilt. Ich könnte noch morgen und Abend gebrauchen. Das ist morgen. Afford Air hat noch 2 am Abend. So. Auch die. Wir wollen hier nicht das meiste an Gewinn rausholen, sondern schauen, dass der Flughafen rund läuft. Und das soll eben mal nicht zu viel auf einmal sein. Gut. Haben wir jetzt einer der neu die Formen Regeln erfüllt? Ne, SparkChat müsste ich noch einen annehmen. Ein S, eine 737. Hier hätte ich noch einen Platz. So. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, mit SparkChat zu verhandeln. Haben wir schon da einen Vertreter? Ja, haben wir. Okay, der schaut da ein bisschen, dass die ein bisschen Schritt auf uns zu machen. Leider, wenn wir jetzt verhandeln, wir haben nichts anzubieten. Also doch, aber keine Büros. Und die möchten ja sehr viele Büros. Und die sind erst im Bau. So, die sind am Müllladen hier. Wie nix. Aber der Müll ist weg. Also, es hat geholfen, wir waren nur ein bisschen spät. So. Gut, ich hab nur 96.000. Ja, reicht nicht ganz. Machen wir erstmal das hier weg. So, das soll das derzeitige Ende des Gebäudes sein. Aber hier nicht, aber da. Dann muss da natürlich ein guter Boden rein. Obwohl natürlich jedes Büro auch so, ja, einen anderen Boden haben kann als der Laufgang. So, und jetzt frage ich mich gerade... Gehen wir mal nach unten. So, die Kriterien. Also, Umgebung, Größe in Zellen. 25 ist das, was sie möchten. Das ist 5×5. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Freifläche da drin. Gelöschte Zellen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hat eigentlich mehr hier, aber sind es wohl 8. Fenster. Und Zugänglichkeit von der Rezeption. Das ist so das, was wir haben müssen. Kann man mehrere Rezeptionen bauen? Da müsste ich aber auch mehrere Aufgänge bauen wahrscheinlich. Sonst geht das ja nicht.
So, gehen wir mal schnell in den Planmodus, wenn ich 5x5 habe. So, muss ich natürlich noch einschalten, sonst geht das nicht. Gut, dann geplante Wand hier und hier. Dann ist das, das nächste. Jetzt kommt die tricky Angelegenheit. Zweiergang. Und die nächste Wand. Ich würde das mal so einzeichnen. So, bin ich gleich gespannt, wie es aufgeht in der Länge. Ja, geht bestens auf. Also, wenn hier, das ist ja die Außenwand, die ist gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann käme da weiter. Aber dann kann ich wiederum da in die Ecke keines setzen. Nee, kommt anders. Das weg. Gut. Und jetzt passt hier in der Mitte eigentlich genau ein Büro hin. Außer wir machen da einen Konferenzraum. Wie sieht es denn da mit der Größe aus? Ebenfalls 25. Und nicht größer. Aber der Tisch ist eigentlich schon sehr groß, dass es mit 25 recht schwer ist. Wenn ich einen Zweiergang habe, plus eine Wand hier. Und da natürlich auch. Dann hätte ich hier einen 5x7, also 35. Sieht ja eigentlich perfekt aus. Also wirklich. So. Wenn ich also hier wieder einen Zweiergang habe, dann würde es hier weitergehen. Wäre da der nächste. Der würde perfekt aufgehen. Wir hätten aber hier... Nee, der geht nicht perfekt auf. Den können wir aber noch umsetzen. Wir können ja die untere Etage ein bisschen anders gestalten. Dieses Büro abreißen und gleich hier hoch. Aber darf auch nicht zu weit an der Wand sein. Es stört sich überall. So, jetzt haben wir aber wieder ein bisschen mehr Geld. Bevor ich da weiterbaue, holen wir uns noch ein bisschen Platz. Dann hätten wir hier Büros, Konferenzräume. Und das würde sich hier rundherum an... Ah ja, die Rezeption ist ja auch noch. Die Treppe muss in der Rezeption hochkommen. Das heißt, irgendwo in der Mitte. Oder am Anfang natürlich. Aber wenn das am Anfang ist, dann ist die Zugänglichkeit von da hinten nicht mehr so gewährleistet. Auch wenn das ja noch so eine so eine spezielle Sache ist mit der Zugänglichkeit. Aber ist tatsächlich so, es muss zugänglich sein. Das müsste ich selbst mal testen, wie weit das weg ist. So, hier hatte ich auch 5. Also bis hier hin. So. Und dann wäre hier das nächste. Plus hier wieder eine Wand. Ja, und wenn ich sage, man kommt in der Mitte raus, dann wäre auch hier wieder das nächste. Und hier. So. Male das jetzt trotzdem mal noch aus. Oder würden wir die Mitte einfach größer machen? Und dann wäre das da hier der Eingangsbereich, wo es dann rundherum geht. Ob dann am Ende, also wenn wir hier wieder eines machen, plus Konferenzraum plus Büro, ob das ausreicht, bin ich mir nicht so sicher. Kann sogar noch nochmals 3 Brücke größer auf die andere Seite. So. Also wir kommen leider nicht mehr zum Bau, aber ich baue das hier nochmals ein bisschen aus, dass wir auch oben nochmals ein bisschen ausbauen können. Das wäre so mein Plan. Mal schauen, ob das klappt. Mal schauen, ob da... Was dann die Firmen dazu meinen, denn wir brauchen das auf jeden Fall. So, kann ich das jetzt schon bauen? Nein. Ich muss einmal bewegen. Unzureichendes Guthaben. So, bauen wir es nur so. Ja, jetzt haben wir sehr viel Raum geschaffen, aber das Vorteil ist halt, ich kann hier abtrennen und dann haben wir bereits Terminal vorgebaut. Das ist der große Vorteil daran. So, bevor wir jetzt die Folge beenden, also ich möchte da oben noch schnell zu Ende planen, aber sieht hier gut aus, wir brauchen weitere Bänke auf jeden Fall, ja.
Eingangsbereich läuft. Ich habe das Gefühl, die sind immer noch ein bisschen langsamer. Aber wenn wir genug hinstellen, sollte das schon passen. So, und sieht auch schon mal viel schöner aus hier. Muss man auch anmerken. So, die sind sofort, wenn ich die Maus loslasse, loslaufen. Interessant. Gut, Planung. So, es zieht sich ja hier durch. Das heißt, es geht hier wieder weiter. Hier kommt eine Mauer. Und hier. Da natürlich nicht. So, ja, hier ein Büro und hier. Und wenn man das gleich... Was mache ich jetzt falsch, dass das nicht gleich aussieht? Ach so. Ja, das dürfte natürlich nur bis hier hingehen, wenn das die Mitte sein soll. Ansonsten müssen wir noch ein Büro weiter. Also käme der... Da käme jetzt da noch drei raus. So. Da käme zwei Gang und hier wäre der Konferenzraum. Das wäre sonst der Plan und das geht eigentlich auch. Und die Rezeption braucht schon ein bisschen Platz mit der Treppe und so. Aber ich denke, das ist ein gutes Modell. Das möchte ich mal austesten dann. Lass es schnell fertig bauen. So, und dann zeigen wir aber heute ja, der schönere Part. Wir bauen für die, damit die hier wegkommen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!